Hallo zusammen und willkommen zurück bei Car Mechanic Simulator 2018 und unseren 911er Carrera, wo wir, ich glaube, erst das andere alles fertigstellen, bevor wir an den Motor gehen, würde ich sagen. Hier vorne waren wir ja, glaube ich, komplett fertig, ne? Da müssten wir durch sein, genau. Dann geht es nur noch ans Heckle. Oh. Wir haben noch ein paar Teile im Motorraum vergessen. Wir haben ja nur den Motor rausgenommen. Aber die anderen Anbauteile sind noch da. Nur der Bremskraftverstärker. Ja, das andere Teil hier ist irritierend. Was auch immer das ist. Das ist der Tankeinfüllstutzen hier, oder? Nicht? Keine Ahnung. Okay, das war das Einzige. Haben wir vielleicht auch am Start? Kann das sein? Aber ich glaube eher nicht, ne? Nö. Können wir schon mal auf unsere Liste setzen. Hackschenkel, die brauchten wir beide, okay. Das Flammrohr R6. Okay. Und sonst Kühler Typ A. Nö. Dann gehen wir aufs Bestellen von diesen Teilen. Ich glaube, dann haben wir doch wahrscheinlich eher den Motor. Achsschenkel Hinterachse Typ A. Da ist das gute Stück. Und Flammrohr R6. Flammrohr R6. Obwohl es das natürlich auch hier gibt, ne? Ich schau mal. Ah, hallo. Flammrohr R6 Tuning. Ja, komm. Gönnen wir uns mal. 2% sind allerdings nicht die Welt. Hier wird das Drama wahrscheinlich weitergehen. Mit Teilen, die uns fehlen. Dieser Seite kriegen wir wahrscheinlich zusammen montiert. Obwohl, da fehlen uns die Stoßdämpfer auch noch. So, eine kleine Gummilagerbuchse. Den haben wir genügend von. Anschlagpuffer auch. Hinterachsenfeder auch. Okay, da haben wir noch eine Federunterlage. Koppelstange brauchen wir auch. Oh, Stoßdämpfer haben wir. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Querlenker Hinterachse. Und Längslenker.
Bis gleich. Hitzeschutzblech. Hier fehlt uns schon mal eine Radnabe. Und dann fehlt uns der Längslenker. Ne, den haben wir. Querlenker haben wir auch. Stoßdämpfer. Aber hier oben den Querlenker, den haben wir nicht. Und die Koppelstange brauchen wir auch. Ja, gut. Das hält sich ja noch in Grenzen hier. Federunterlage für Federhinterachse. Lass mal 5 kaufen. Die Koppelstange. Hinterachse Standard. So oft kommt die nicht vor. Und die Radnabe. Hinterachse Typ B. Brauchen wir auch mal 3. Querlenker, Hinterachse, oben. Die hier. Da kaufen wir nur eine. Koppelstange, Hinterachse, Standard. Kaufen wir auch mal 3. Das kostet ja kein Geld. Und irgendwas fehlte hier noch. Das werden wir jetzt erst sehen. Antriebswelle, genau, die Antriebswelle Hinterachse Typ A. Antriebswelle Hinterachse Typ A. So. Und hier oben der Querlenker. Koppelstange. Ah, da fehlt noch eine Lagerbuchse. Fertig. Hier hinten. Sehr schön. Dann schmeißen wir die Felge drauf. Und ersetzen hier oder setzen hier die andere Federunterlage. Und die Koppelstange. Fertig. So steht der Wagen schon mal wieder endlich auf eigenen Rädern. Ja, hier hinten können wir erstmal nichts machen. Hier vorne können wir noch die Batterie einbauen. Das ist irgendwie umständlich. So, jetzt aber. Zugang vom Motorraum. Ja, das weiß ich. Das hier ist der Motorraum. Sondern nicht, ich muss nach hinten. Ich habe die doch auch hier rausgebaut, so. So kriegen wir die nicht eingebaut. Oder müssen wir das jetzt umstandshalber von hier hinten machen und dann sagen Plus und okay, alles klar. Mit meinen 5 Meter langen Armen habe ich die da eben reingeschmissen. Gut.
Ja, jetzt kommt der interessante Part. Was haben wir hier noch drauf? Das müssen wir erstmal runterschmeißen. Wie gesagt, ich weiß, dass das hier Standardteile sind, aber viel PS kitzeln wir leider aus dem nicht raus, weil die Angaben halt falsch sind. Das regt mich immer noch auf. Auch zum fünften Mal erzählen. So. Wasserpumpe, die haben wir. Den Rest müssen wir kaufen. Okay. Wir wollen ja gucken, ob wir ein bisschen was rausgekitzelt kriegen. Deswegen kaufe ich hier auch noch mal die Benzinpumpe. Da gab es doch eine Tuningpumpe. Kraftstoffpumpe, nicht Benzin. Kurbelwelle gab es nicht, Ölfilter gab es auch nicht. Aber wir können ja mal gucken, was es für R6-Teile gibt. Hat er einen Abgaskrümmer gehabt? Ich denke, das Flammrohr da rein. Wir sind mal mutig. Nockenwelle hatte der 2. Zündkabel weiß ich nicht, hat er die? Zündverteilerkappe. Komm, jetzt haben wir alle R6-Teile gekauft. Die Kurbelwelle haben wir vergessen. Schande über mein Haupt. Kurbelwelle R6, da ist das gute Ding. Und den Ölfilter. R6. Kolben. 6 Stück aus dem Tuning-Zubehör. Und hier besorgen wir die Kolbenringe. 6 Stück. Habe ich jetzt einen Standard eingebaut oder warum ist der nicht mehr da? Okay. Nee. Doch, dieser hier. Da habe ich einen Standard eingebaut. Gut, dass das dann farblich doch noch ein Unterschied ist. Müssten ja nichts überhaben an den Dingern. So, das ist der letzte. Und den Tuning-Zylinderkopf mit 10% mehr Leistung. Nockenwelle auch nochmal 3,25% mehr Leistung.
Hier haben wir unsere Tuning-Zündkerzen. Und hier kommen die Lagerdeckel. Nockenwellenlagerdeckel R6. 3, 4, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 14 Stück. Nockenwellenlagerdeckel R6. 14 Stück. Hätten wir die reparieren können? Haben wir in der letzten Folge repariert? Ich weiß es nicht mehr. Dabei ist das noch nicht mal 24 Stunden her. Ich kriege wahrscheinlich gleich einen Schlag, wenn ich in den Reparaturtisch gehe. Ich muss wahrscheinlich nur die Hälfte kaufen brauchen. Und so oft kriegen wir ja einen R6-Motor auch nicht rein. Da kommen die Vorgoser. So. Jetzt schmeißen wir da noch die Nockenwellenräder drauf, die man wahrscheinlich auch nicht reparieren kann. Jetzt gucken wir es mal hier rein. Ne, alles gut. Dann brauchen wir Nockenwellenrad R6. Nockenwellenrad R6, zwei Stück. Und wir brauchen Steuerkette R6, ne? Genau. Ein Kettenrad. R6 da. Haben wir noch nie verbaut. Steuergehäuse. Selbst das haben wir nicht repariert gekriegt. Das müsste doch hier irgendwo sein. Steuergehäuse, da ist es. Gut. Kurbelwellenriemenscheibe R6. Zündverteiler Standard, okay. Vergaser Querstrom. Nein. Brauchen wir drei Stück von. Zylinderkopfhaube, okay, jetzt müssen wir noch ein bisschen was wieder auf die Liste. Liste setzen. So, einmal die Haube, den Zündverteiler. Drei von den Querstromvergasern. Wie sieht es hier mit Pleuellagerdeckel aus? Machen wir erstmal drauf und die Kurbelwellenlagerdeckel auch. Eventuell, dass wir da noch was brauchen. Aber sieht gut aus. Oder auch nicht. Da
ist der letzte Kurbelwellenlagerdeckel. So, dann brauchen wir noch einen Kurbelwellenlagerdeckel und die Getriebesachen. Die Zylinderkopfhaube R6. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die. Ach, jetzt haben wir noch einen Zylinderkopf gekauft. Auch ich bin so ein Vollhorst. So. Zündverteiler. Ich glaube, da gab es aber ein Tuning. Vergaserquerstrom. Auf jeden Fall den Kurbelwellenlagerdeckel, den können wir hier kaufen. Kurbelwellenlagerdeckel Standard. Zündverteiler Standard. Den Läufer. Obwohl es ist ja die Kappe, ne? Naja, egal. Vergaser. Vergaser Querstrom. Oh. 21% mehr. Und dann kommen wir aufs Getriebe, wo wir das Schwungrad brauchen. Das und das. Und ich will hoffen, da will ich nicht das Risiko wieder eingehen, dass wieder ein Teil fehlt. Deswegen wir uns jetzt hier noch eben das Drucklager kaufen. So. Schwungrad bringen wir schon mal an. Scheibe auch. Da haben wir ein paar. Wann haben wir denn mal so viele Scheiben gekauft und warum? So, die Tuning. Und hier das kleine Drucklager. Haben wir doch noch gehabt. Sehr schön. Ölwanne haben wir auch nicht mehr. Ja. Da gab es kaum was zu reparieren an dem Wagen. Ölwanne. So, noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Wir schrauben jetzt hier nur noch die Ölwanne dran. Und dann werden wir in der morgigen Folge den Wagen wohl fertig kriegen. Haben wir jetzt alle Teile zusammen und können morgen den Motor da einbauen. Ein paar Karosserieteile noch besorgen und dann lackieren wir in die Bude und dann sind wir fertig mit den neuen 11er RS. Eventuell noch ein paar andere Felgen, muss mal schauen, aber das werden wir dann sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht es gut, bis zum nächsten Mal, tschüss und ciao ciao.